Glaser. Ich suche den Einkäufer, Herrn Glaser. Entschuldigen Sie bitte, ich habe momentan keine Zeit. Ach bitte, den Gang rund, der erste Tiere rechts. Hey, danke schön. Grüß Gott, Herr Glaser. Grüß Gott. Ich bin die Firma Ernst Müller-Montabauer Keramiken. Ah, ja, richtig, Sie haben ja geschrieben. Hübsch. Ich meine, sehr hübsch. Nur, wir haben leider schon unsere Lieferfirmen, mit denen wir seit Jahren zusammenarbeiten. Aber Sie müssen doch Ihren Kunden von Zeit zu Zeit etwas Neues bieten. Und diese Möglichkeit möchte ich Ihnen mit unserer Westerwald-Keramik geben. Wir sind ja eine sehr bekannte Firma überall im Westen. Und jetzt breiten wir uns gerade nach Bayern aus. Schauen Sie sich doch mal unsere Sachen an. Das tue ich ja die ganze Zeit. Was machen Sie heute Abend? Ich? Warum? Wissen Sie, ich bin im Moment sehr im Zeitdruck. Wir müssen doch in Ruhe über Ihr Angebot sprechen. Das wäre am besten heute Abend, bei einem Gläschen Wein. Ja, warum soll ich eigentlich nicht mit einer neuen Firma arbeiten? Natürlich kann ich Ihnen nichts versprechen. Das liegt ganz bei Ihnen. Ich kapiere. Wissen Sie, auf diese Tour kommen wir beide nicht zu Pott. Sie nicht und ich auch nicht. Aber Fräulein Müller, sehr geschäftstüchtig sind Sie nicht. Das mag sein. Aber so blöd, wie Sie glauben, bin ich nur auch wieder nicht. Aber Frau Müller, Sie verstehen mich falsch. Darf ich Ihnen meine Karte geben? Preisliste und Prospekt. Und wenn Sie an einem Artikel interessiert sein sollten, Anruf genügt. Auf Wiedersehen, Frau Müller. Auf Wiedersehen, Herr Glaser. Hier, schmeißen Sie das Zeug. Sollen auch ein Buch gleich mal. Denkt, ich lasse mich befummeln wegen meinem Auftrag. Nicht bei mir, Herr Glaser, nicht bei mir. Wie viel Einwohner hat eigentlich Berchtesgaden? Ich denke, du rechnest deine Umsätze aus. Ja, pro Ort und dann vergleiche ich sie mit der Bevölkerungszahl. Das ist ganz interessant. In Rosenheim zum Beispiel habe ich im Vergleich zur Einwohnerzahl ganz gut verkauft. Und wozu soll das gut sein? Ja, so weiß ich ungefähr, wie viele Einwohner auf einen Milchtopf kommen. Karlchen macht Milchtopf-Mädchenrechnung. Machen Sie lieber einen Tee. Also ihr habt überhaupt keinen Sinn für meine Arbeit. Ich glaube, ihr wisst überhaupt nicht, was ihr an mir habt. Ich müsste mal eine Weile nicht mehr kommen, damit ihr es wieder wisst. Ach bitte, Karlchen, bleib doch hier. Mann, und Mann, seid doch mal ruhig. Wieso? Weil ich nachdenken muss. Ich hab morgen Elternabend. Morgen schon? Oh, fein. Dann bin ich ja noch hier. Ist das morgen dein erster? Mhm. Über was willst du denn reden? Wenn ich das wüsste. Ja, bitte, Kreuzer. Ich war mal auf dem Elternabend bei meiner Schwester. Was, du hast eine Schwester? Wo, in Berlin? Ja, Wannsee. In Wannsee. Du, da habe ich einen Onkel mit einer Bootswerft. Da habe ich meine erste Liebe kennengelernt. Kennst du zufälligerweise einen Hotte Kowalski? Ja, und was war nun auf dem Elternabend? Na, nicht war, stinklangweilig war. Nicht mal rauchen hat man dürfen. Worüber hat der Lehrer gesprochen? Du, über alles Mögliche. Aber frag mich nicht mehr was. Ich kann mich an nichts mehr erinnern. Vielleicht sollte ich über Lernzielbestimmung reden. Oder fachlich artikulierten Sachunterricht. Oh ja, das interessiert jeden. Worüber würdet ihr denn sprechen? Wir? Ja. Na bitte, bitte. Euch fällt ja auch nichts ein. Mein Teewasser. Mhm. Bad, ja. 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 Grüß Gott, Herr Architekt. Sekunde bitte, ja? Grüß Gott, Herr Kubitschek. Grüß Gott. Also hier wird neue Schule gebaut werden. Ja. Aha. Und Sie werden es mitmachen bei Wettbewerb. Aha. Ja. Und Sie haben schon alles so, wie man sagt, vor geistiges Auge. Ja, so beinahe. Ja. Hausmeisterwohnung auch. Wie hätten Sie denn gerne, Herr Kubitschek? Na ja, nicht so modern, mehr gemütlich. Kleine Kammer, große Küche. Kleine Kammer, große Küche. Ja. Ich werde es mir notieren. Na, das ist sehr lieb. Wollen Sie mitkommen? Ja, ich komme sofort. Wie viele Meter waren das? 85. So.
Was ist denn da los? Ein Schützenfest oder was? Was Sie wissen nicht. Ja? Eine Beerdigung von Finkenzeller, was der zweite Sohn von Nebelbrauerei war. Aha. Nicht einmal 50 Jahre ist er geworden. Ein Unfall, stellen Sie sich vor, Herr Architekt, mit nagelneuen Motorrad von seinem Sohn. Jetzt sind's beide hin. Und der Sohn auch? Nein, aber die schöne Maschine. Na ja, und jetzt führen sie ihm halt, wie man sagt, zu Grabe. Mit 4 Brauereipferde und 3 Kapellen. Eine von unseren Schützenverein, die von Kramberg und die von Niederndorf. Also, Herr Architekt, da haben sie was versäumt. Ja, das Gefühl habe ich auch. Wiedersehen, Herr Gruppe. Und bitte nicht vergessen, große Küche, kleine Stube. Ich werde es mir merken. Wiedersehen. Danke. Wiedersehen, Herr Architekt. Neue Krawatte leihen. Gefällt dir meine nicht? Ja. Wie findest du diese? Ja, nimm die, die ist viel hübscher als deine. Dafür war meine immer unheimlich preiswert. Voilà. Jetzt bleib doch mal da, ich bin noch nicht fertig. Hast du auch noch was vor? Ja, mit Karlchen. So, wie spät ist es denn? 7:07. 7:07 will ich vor deiner Haustür stehen. Oh nee, das reimt sich nicht. Und Onkel Ernst sagt immer, 10:10 will ich vor deiner Haustür stehen. 7:07 will ich vor deiner Haustür lieben. Vor Westen, vor meiner? Katrin hat ja gar keine Haustür. Natürlich habe ich eine Haustür, mein Onkel Ernst hat schließlich eine. Jetzt hast du unsere. Fertig? Ja. Komm, dann dreh dich. Aha. Wie findest du ihn? Ja. Ein sehr adretter Mensch. Nicht gerade ein Typ, der ein Mädchen vom Hocker reißt, aber für die Mütter so Vertrauen erweckend mit den treuen Augen. Arschloch. Angst? Nee, warum? Ich schon. Warum du? Deinetwegen. Wo ist denn Benedikt? Der spannt schon an. Naja. Ach komm. Ja, na. Ja, und ihr? Naja, wir warten auf dich. Wir warten auf dich. So, wo denn? Vielleicht sind wir im Kino. Ach, oder vielleicht sind wir auch im Wirtshaus. Auf alle Fälle sind wir treu in deinen Gedanken. Ja. Poi, poi, poi. Komm, Benedikt, du auch. Ja. Na, komm, das ist mein guter Anzug. Außerdem habe ich schon geduscht, ne? Gott, der Teufel. Ja. Nur sieh mal. Schön. Jovial wie ein Landesvater. Grüß Gott, Herr Schneider. Grüß Gott. Ach, da. Ja, ja. Ach, Gumpi. Was gibt's denn? Haben Sie bemerkt, wo Sie einen Blitzer haben? Nö, was denn? Wo glauben Sie, dass die herkommen? Vorher waren es alle Nichten, jetzt sind es alle volksoffen. Mir bleibt das Vergnügen, dass ich muss da drinnen heute noch einmal aufwischen. Möchtest du mir sagen, Lehrer, warum muss Pommes Funèbre sein, wenn wir Elternabend haben? Pommes Funèbre. Das ist Beerdigung, nicht wahr? In Luxushausführung. Ach so. Ja, guten Abend. Grüß Gott.
Ach, Frau Anders. Schön, dass Sie gekommen sind. Ja. Na, bis später. Wie macht sich denn der andere? Oh ja, recht gut. Also, geh, brauch was. Geh. Aber ich geh mal. Brauch was. Tja. Was gibt's doch? Man soll ja einem Toten nichts Schlechtes nachsagen. Außerdem kann er ja nichts dafür, wenn der Rindsbraten nicht gereicht hat. Ja. Das ist alles Sie, die Finkenzeller. Bestimmt. Ein fürstliches Leichenbegräbnis, aber für die Trauergäste reicht der Rindsbraten nicht. Typisch. Und der arme Bub ist vollweise. Na, der arme Bub ist immerhin jetzt 30 Jahre. Der wird's überstehen. Ja, Mann. Ich kann bloß nicht sehen, weil ich so klein bin. Warte mal. Ich hilf mich doch mal hoch. Oh, um Gottes Willen, trimm dich fit mit Karlchen. Oh, Jesus. Nee, das geht nicht. Du bist welch ein Schlapper. Pass auf, ich hol was. So, du zuerst. Jetzt kommt Peter. Er gibt jedem die Hand. Wie die Mütter ihn mustern, wie auf dem Pferdemarkt. Ja, nun rutsch doch mal ein Stückchen. Ja, komm halt hoch. Ja. Oh Gott, eine ziemlich wackelige Angelegenheit hier. Hättest du halt die vorne Tolle geholt. Und wenn die umgefallen wäre und der ganze Mist wäre rausgefallen, hättest du es aufgeholt? Nee. Na also. Ui, guck mal. Aha. Die Eltern sollen auf den Plätzen ihrer Kinder sitzen. Das hat er wahrscheinlich einen Witz gemacht. Manchmal glaube ich, es gibt überhaupt kein Problem, was er nicht schafft. Das ist so überzeugt, dass er schaffen kann. Und dann schafft er es auch irgendwie. Bist du eifersüchtig? Ja. Oh, das ist anständig von dir. Was hast du denn jetzt? Nachdem ich nun von unserem Unterricht erzählt habe, möchte ich mit Ihnen über das Thema Hausaufgaben sprechen. Ich habe mir da ein paar Sachen notiert. Hierbei müssen wir drei pädagogisch notwendige Aspekte betrachten. Erstens, der Schüler muss lernen, sich zu konzentrieren. Und das kann er nur zu Hause, allein. Zweitens, er lernt nur durch Training und Routine. Und drittens, auf sich gestellt, ist er gezwungen, selbstständig zu arbeiten. Ja, bitteschön. Entschuldigung, mich nicht stören. Ich musste mein Haus. Ich muss den schon wieder stören. Aber natürlich. Aber das ist mal peinlich. Mach's. Ja. Wo war ich jetzt stehen geblieben? Selbstständiges Arbeiten. Vielen Dank, Frau Anders. Ja, Konzentration, Training, selbstständiges Arbeiten. Ja. Hier ist der Punkt, wo Schule und Elternhaus gemeinsame pädagogische Aufgaben haben. Wichtig ist, die Kinder brauchen einen absolut ungestörten Arbeitsplatz. Und Sie als Eltern sollten auch darauf achten, dass die Kinder ihre Hausaufgaben immer zu einer bestimmten Tageszeit machen. Jawohl, Schogi. Ja, du sorgst. Oh, Leute, der hat es bestimmt gesehen. Oh, der wird sauer sein. Na, dann gehen wir doch. Sowieso gleich noch, das ist gleich vorbei. Die wollen doch alle ihr Bier trinken gehen. Okay, komm. Ja, das war nun das Wichtigste für den ersten Elternabend. Ich bin somit am Ende. Bitte, wenn Sie noch irgendwelche Fragen haben oder sonst was wissen wollen. Ja. Ja, bitte. Ich möchte mal wissen, warum die Turnbeutel unten immer so schmutzig sind. Ja, das war... Das kommt daher, weil die Bänder zu lang sind. Ja. Weißt du? Ja, das kann sein. Ja. Wir haben da so extra Haken seitlich an den Pulten, bitte, wenn Sie mal sehen wollen. Ah ja, das ist praktisch. Ja.
Ja, bitte, Herr Zwickner, haben Sie eine Frage? Ja, Herr Lehrer, es handelt sich um den Trauerfall, von dem wir gerade kommen und der noch nicht beendet ist, nicht? Ja, was ist denn? Es konnte ja niemand voraussehen, Herr Lehrer, dass Sie den Elternabend gerade auf ein Begräbnis legen würden, nicht? Ja, das konnte wirklich niemand voraussehen. Nein. Jetzt führen Sie ab. Ins Wirtshaus. Kennt ihr den Schreiber auch nicht? Hey. Das sind meine Freunde. Mein Müller, der Herr Kreuzer. Scott, wir kennen uns. Sie kommen natürlich mit. Ne? Wir kommen natürlich mit. Ins Wirtshaus. Herr Freile. Ins Wirtshaus, wohin denn sonst? Komm, Walli, gehen wir. Ja, da pressiert's dich. Ja. Aber ich fand was unheimlich. Wir haben durch. Aber kurze Eltern. Ja, das ist erst gern, das ist das große Mädchen. Aber ich muss mal eigentlich kontrollieren. Ja, die meisten Leidtragenden sind schon heimgegangen. Bis auf den Finkenzeller. Was ein Schwager von dem Verblichenen ist. Kommen Sie mal mit. Ja, ja. Du, Toni. Hallo. Du. Hey. Der Herr Lehrer möchte sein Beileid sagen. Herzliches Beileid. Ja, danke. Herzliches Beileid. Danke. Danke. Ja, es war ein schwerer Schlag. Und so plötzlich. Sie sind doch der Architekt aus Berlin. Ja. Xaver, lass den Herrn Kreuzer. Den Herrn Kreuzer mal neben mir sitzen. Bitte. Trinken Sie doch etwas mit uns. Gerne. Was möchtest du gern? Wein oder Bier? Lieber ein Wein. Resi, bring mal einen Wein. Ja. Meine Frau. Ja, ich habe gehört. Sie nehmen am Wettbewerb für unsere neue Schule teil. Ja. Wissen Sie, ich bin hier im Stadtrat und von Anfang an mit dem Projekt vertraut. Mhm. Meine Parteifreunde und ich waren eigentlich gegen den Wettbewerb. Und ja, es ist doch demokratischer. Und im Übrigen halte ich mich da raus. Wissen Sie, ich bin Bauunternehmer. Und wenn man einen Auftrag haben will, dann... Wir bekommen's, Herr Kreuzer. Dankeschön, Resi. Ja, wenn man einen Auftrag haben will, dann muss man eben das Private streng von den kommunalen Aufgaben trennen. Haben Sie sich eigentlich mal an einer öffentlichen Ausschreibung beteiligt? Ja, ja, in Berlin. Da haben wir im Grunewald einen Kindergarten gebaut. Kindergarten? Das finde ich aber ganz witzig. Ja, das war eine sehr schöne Aufgabe. Warum sind Sie nicht da geblieben? Unsere Firma wurde aufgelöst, wir hatten zu wenig Aufträge. Wegen der Rezession. Nein, nein, Herr Lehrer, kommen Sie mir nur nicht mit der Weichen durch. Die Buben müssen spuren, da kenne ich nichts, da gibt's kein Federlesen. Sie haben feste Watschen, ist doch immer das beste Mittel, jawohl. Aber Herr Zwickner, immer ganz... Ja, ja, ich weiß schon, was Sie sagen wollen. Ihr jungen Lehrer haltet nicht mehr viel von handfesten Methoden. Sie aber schaden tut unserem Buben nichts. Ja, ich wollte nur ja, sagen, ja, dass... Prost, Herr Melchior. Prost, Herr Zwickner. Rosa, dann wollten Sie doch wohl bekommen, Fräulein. Du wirst kommen gleich. Ja, und bring jetzt ein bisschen Brot, Resi, mir ja. Hunger. Schön. Ja, und sagst, wo kennen Sie denn die beiden her? Ach, das war purer Zufall. Herr Zufall? Nicht. Ja, den Herrn Melchior habe ich in München kennengelernt und den Herrn Kreuzer hier nebenan. Wo? In der Gaststube. Da ging es. Ja. Ja, und jetzt sind Sie mit den beiden befreundet? Ja. Wir kommen öfter zu Besuch. Wenn ich's einrichten kann, schon. Manchmal ist es ja ein irrer Umweg. Nebel liegt ja am Arsch. Ich meine, ein bisschen abseits liegt es schon. Ja, das kommt ganz drauf an, von wo aus man sieht, ne? Ich sehe es auf der Landkarte. Ja, dann. Und Sie sind mit beiden gleich gut befreundet? Ja. Wir kommen öfter zu Besuch. Auch über Nacht. Wenn es spät wird, schon. Das Haus ist ja groß genug. Ja, und Sie kommen aber manchmal noch mit einem anderen Herrn. Ich? Nein, nie. Ja, freilich, hab's doch gesehen. Oh je, Sie meinen Herrn Müller-Mallersdorf. Ja, wie er heißt, das wisst man natürlich nicht. Herr Müller-Mallersdorf ist eine Schaufensterpuppe aus Berlin. Und mein Schutz, wenn ich abends über Land fahre. Eine Schaufensterpuppe aus Berlin. Ein Preußen. Na, endlich, Resi, haben wir schon so lange. Gehen wir jetzt. Guten Abend. Dankeschön. Also, Wiederschauen. 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 Wiederschauen.
Dankeschön. Sagst du dem Benedikt Bescheid? Ja. Ah, meine Töchter! Ja, das ist Ihr Architekt Kreuzer, der Herr Lehrer. Meine Töchter. Hey! Geh schon mal! Ja, ja, wir kommen gleich. Ihr seid das nicht so gut. Waren die Finkenzeller-Töchter. Nette Mädchen. Die man hier gar nicht erwartet. Pass da mal auf. Warum bist du so schnell abgehauen? Ach, weil ich es satt hatte, mich ständig ausfragen zu lassen. Hab's nur wegen euch so lange ausgehalten. Kein Aas glaubt uns, dass wir nichts miteinander haben. Dass wir wirklich nur befreundet sind und sonst gar nichts. Die Finkenzeller-Töchter glauben es auch nicht. Und das tut euch jetzt leid. Wieso? Findet ihr sie hübsch? Na ja. Und du? Na ja, halt so. Welche findet ihr hübscher? Die Blonde oder die Blonde? War eine Blonde? Beide waren blond. Ist mir gar nicht aufgefallen. Ist dir das aufgefallen? Nee, aber Karlchen ist es aufgefallen. Karlchen, ist dir sonst noch was aufgefallen? Die beiden sind scharf auf euch. Wie kommst du denn darauf? Als Frau spürt man so etwas. Oh, hast du gehört? Karlchen spürt. Im Grunde wär's gar nicht so übel. Ewig können wir hier nicht platonisch rumgurken. Vermisst ihr was? Ab und zu schon. Und du? Aha. Also auch. Also doch, die Finkenzellers. Über Peters ersten Elternabend, der die Feier endet, kommt ihr zum Mädchen. Sag mal, willst du uns verkuppeln? Nein, um Gottes Willen. Also bitte. Reden wir von was anderem.